Wieder was gelernt. Das hier wollen wir übrigens nicht vergessen, ja? Unser Liebling des Monats, Zeugen Sebastian vom VfL Wolfsburg, hat uns ein bisschen sehr im Stich gelassen in den letzten Spieltagen. Sie wissen ja, es gibt für jedes Tor, das er schießt, eine Briefmarke. Und lieber Zeugen, der Monat ist ja bald rum. Ran! Halten. Ich sage das gerne, weil wir sind ja eine Sendung, die überwiegend von jungen Menschen und im Herzen jung gebliebenen Menschen gesehen wird. Und für uns ist es immer wichtig, den Slang zu sprechen. Ja? Ich sag mal, Kessebiene, flotter Backfisch, das war so meine Zeit. Ja? Als man noch mit Scheiten klingelte und das Fräulein zum Tanztee abholte. So war das in meiner Jugend. Heute wissen wir leider, wir wollen nicht werten, wir beschreiben es nur. Aber auch die Sprache ändert sich und wir sind sehr stolz, Sie auf eine hochinteressante wissenschaftliche Studie hinweisen zu können. Circa alle zwei Wochen präsentiert uns der Fokus einen neuen Jugendreport. Diesen Montag war es mal wieder soweit. Voll krass, Jugend 2000. Wir erfahren alles über die Sehnsüchte, die Leidenschaften und das Lebensgefühl der kleinen Nichtsnutze und Tagediebe. Und natürlich über ihre verrückte, abgedrehte Sprache. So heißt geil, jetzt fett. Und cruisen steht für sich treiben lassen. Ach, zum Piepen, die jungen Leute. Köstlich. Lieber Fokus, so hat meine Oma ja schon gesprochen. Und die ist ziemlich alt geworden. Euer cooles Szene-Deutsch ist doch aller Käse. Beweise? Bitteschön. Ihr seid mir vielleicht ein abgepfiffener Haufen hier. Voll fett, ey. Deshalb werde ich mit euch scheißgeilen Zippelgussen fläschig abhocken, bis die Partykiste fallt. Die Russen haben uns gedisst. Das ist uncool. Khrushchev will uns schrottig zusilzen. Das kriegt keiner gescannt. Jetzt ist Schicht, jetzt gibt's Knickknack auf die schwule Fresse. Der Russenstricher kriegt von mir voll die Atomdröhnung. Ich bin hier am Rotieren, das wächst voll an, ihr Nullspanner. Ich bin rund wie ein Buslenker. Die Mütze ist fett. Ich fühle mich voll spacey, people. Ich bin Mado. Um ehrlich zu sein, ich bin fett wie ein Eimer. Euer Paul ist hackenstramm. Hans Meiser!